Aber es gibt mittlerweile einen fermentierten Pilz. Ja, unfassbar. Hä? Und dieser fermentierte Pilz, da sind 21 Milligramm in einer Kapsel, nimmst du jetzt drei. Genau. So, die belasten den Darmtrakt nicht so stark, haben den großen Vorteil, dass sie langfristig, so hoffe ich, den Ferritinhaushalt aufrechterhalten kann, ohne dauerhaft die Infusion durchzuführen. Mhm. Da muss man fairerweise sagen, das kann man nur begrenzt, über einen begrenzten Zeitraum, denn alles andere, wenn ich das dauerhaft machen würde, geht es nicht. Du kannst nicht jede Woche einmal zur Infusion gehen. Das wäre, da hat Kurt Moseter und andere vollkommen recht, das wäre unverantwortlich. Weil da hast du immer wieder die Peaks, schießt raus, hast wahnsinnig viel oxidativen Stress, geht nicht. Das kriegen wir jetzt aber in den Griff.